Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht, hier nochmal der Hinweis auf meinen Zweitkanal. Ich verlinke dir den unten in der Infobox. Also schau auch da gerne mal vorbei. Da poste ich regelmäßig Videos zu allem, was mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ich bin mir sicher, dass du auch da fündig wirst. Alles klar, hier ist wie letzte Woche versprochen das Monatsorakel für Dezember. Wir haben wie immer vier Stapel. Wir haben Stapel 1, 2, 3 und 4. Wähl einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel aus und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Und wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die diesen Weihnachtsmann mit dem Schornstein gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für Dezember. Du hast die 9 der Münzen, das fängt ja schon mal gut an bei dir. Die 4 des Denkens, verbringe Zeit in der Natur, um auf die Führung deiner Engel und deine eigene innere Stimme zu hören, da ein Überanalysieren der Situation nicht die Antworten bringen wird, die du suchst. Überlege, ob du vielleicht Urlaub nehmen oder wenigstens eine Pause einlegen solltest, um dir zu helfen, neue Kraft zu gewinnen und dir darüber klar zu werden, was dein nächster Schritt sein sollte. Meditation kann sehr hilfreich sein. Dann den Gestaltwandler, verwandle und enthülle deine Gaben. Dann der Wolf, sei unabhängig, aber arbeite mit anderen zusammen. Die kindliche Unbeschwertheit, ich entdecke die Unbeschwertheit meines inneren Kindes wieder. Wow, passt sehr gut zu der 9 der Münzen, die Energie. Die Brigitte mit innerer Stärke, kehre zur Ganzheit zurück, wisse, dass du die Macht dazu hast. Und empfangen, wow, sehr, sehr schön. Und das ist genau die Energie, die ich bei dir reinbekommen habe. Also es geht bei dir tatsächlich um sehr weibliche Qualitäten im Dezember. Also ich habe bei dir die 9 der Münzen steht auch für einen Gewinn, und zwar einen Gewinn, für den man nichts tun muss, ja. Einen Gewinn, das kann tatsächlich auf materieller Ebene sein, dass du einfach ein Geschenk bekommst, passt ja auch gut im Dezember, dass du viele tolle Geschenke bekommst und dass du dich einfach darin jetzt üben darfst, das anzunehmen. Und das ist auch nochmal das Empfangen, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass wir männlich und weiblich in uns beides gleich leben, weil wenn wir das eine mehr als das andere leben, dann werden wir ein Problem bekommen, weil dann können wir vielleicht manifestieren und visualisieren und es kommt auch in unser Leben, aber dann haben wir Schwierigkeiten, damit es anzunehmen, ja. Und ich habe letztens mit einer Klientin am Thema Money Mindset gearbeitet, das fand ich total spannend, weil da auch diese Frage aufgetaucht ist, und zwar, wenn du reflektiere einfach mal, weil es bei dir ja auch um die 9 der Münzen geht, ja, ums Empfangen von Materiellen, ja. Schau mal, visualisiere mal, dass du reich bist, ja, dass du, was weiß ich, 10.000 Euro im Monat verdienst, dass du 20.000 Euro im Monat verdienst und steigere das einfach einmal so hoch, wie es geht und schau mal, ab welchem Betrag, und das kann tatsächlich ab 3.000, 4.000 Euro schon sein, es sich für dich komisch anfühlt. Ab welchem Betrag, ja, kannst einen konkreten Betrag nehmen oder was auch immer, ab welchem, ja, Umfang es sich für dich nicht mehr richtig anfühlt, es zu nehmen, und dann geht da in dieses Gefühl rein. Warum kannst du das nicht annehmen, ja? Hast du da Schuldgefühle, wenn du das annimmst? Hast du da das Gefühl, du musst etwas zurückgeben, ja? Das sind ganz, ganz große Zeichen dafür, dass du dich einfach im Annehmen üben darfst. Und zwar im Annehmen, ohne dass du gleich dieses Schuldgefühl hast von ich schulde etwas, ja? Ich muss jetzt etwas zurückgeben, weil ich etwas bekommen habe, ja? Und das ist ja oft so, dass wir das einfach wie so einen Handel im Leben machen, ja, dass wir sagen, oh, von Person X habe ich was zum Geburtstag bekommen, jetzt muss ich mir das aufschreiben, weil jetzt muss ich der gleichen Person zu einem ähnlichen Wert wieder was zum Geburtstag geben, und das ist völliger Quatsch, weil es ist alles einfach ein Fluss im Leben, ja, und es kann sein, dass du einer Person was gibst und von dieser Person niemals was zurückbekommst. Dafür sorgt das Universum an anderer Stelle für Ausgleich und du bekommst von einer anderen Person was geschenkt, ja, also das ist nicht immer so ein
1:1 Handel. Deswegen schau mal hier, ob du hier vielleicht ein Thema hast. Vielleicht auch gehst du in die Meditation, gehst du in dich und schaust, wo du vielleicht ein Problem hast, damit anzunehmen. Und mit annehmen ist nicht nur annehmen im materiellen Sinne gemeint und Geschenke des Lebens anzunehmen, sondern es geht bei dir tatsächlich auch darum, deine Gaben anzunehmen, ja? Dich voll in deiner Größe anzunehmen, ja? Und auch das hat mit Annehmen zu tun, die eigene Großartigkeit zu erkennen, ja? Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und auch da, weil auch mit dem Wolf nochmal das Thema Unabhängigkeit da ist, ja, mach dich unabhängig von irgendwelchen Schulden, die du denkst zu haben. Wirklich schau bei dir, ich krieg bei dir ganz stark rein das Thema Schuld. Geh mal rein in dieses Schuldgefühle haben, ja? Zu denken, was nicht verdient zu haben. Vielleicht auch Scham kann auch ein Thema sein bei dir, ja. Vielleicht magst du dir dazu auch meine EFT-Sitzungen auf dem Zweitkanal anschauen. Die sind das sehr, sehr hilfreich, um in diese Gefühle reinzugehen. Nein, es geht bei dir tatsächlich darum, auch einfach mal anzunehmen, die Geschenke des Lebens anzunehmen, aber vor allem dich auch selber anzunehmen. Wenn wir Schuldgefühle haben, wenn wir Schamgefühle haben, dann verdrängen wir Seiten an uns, ja. Dann verwandeln oder befördern wir diese Seiten, diese Anteile in uns in den Schatten, und das ist sehr, sehr schade, weil so können wir nicht ganz sein, ja. Und es geht darum, wirklich für dich wieder über diese Annahme, über dieses in dich gehen, auch wieder mehr Energie zu bekommen. Vielleicht warst du in letzter Zeit ein bisschen ausgelaugt, ja. Vielleicht hast du auch das Gefühl, du weißt gerade gar nicht, warum du so wenig Energie hast, ja, warum dir ein bisschen die innere Stärke fehlt. Dann ist das der Grund, ja, da will was gesehen werden, was in dir ist, ja. Und auch hier nochmal, geh in diese kindliche Leichtigkeit wieder rein, in dieses, ein Kind macht sich keine Gedanken, darf ich das jetzt haben? Oder darf ich das nicht haben? Es ist ein Bedürfnis da, und dieses Bedürfnis gehört befriedigt, und zwar ohne irgendein Label drauf zu geben, ohne zu überlegen, ob dieses Bedürfnis jetzt legitim ist oder nicht, ja, ob du dieses Bedürfnis verdient hast oder nicht, sondern es geht wirklich darum, dafür zu sorgen, dass deine Tasse voll ist, dass du innerlich voll bist und dass du aus einem Überfluss heraus dann geben kannst, ja. Deswegen hier auch ganz wichtig, wieder diese kindliche Unbeschwertheit, in diese Freude reinzukommen, ohne dich in irgendwelchen Geschichten aufzuhängen, die du dir selber in deinem Kopf über dich und dein Leben erzählst, ja, die überhaupt nicht wahr sind. Das sind nur deine Geschichten im Kopf, aber die werden zu deiner Realität, weil diese Geschichten erschaffen Gefühle in uns, und unsere Gefühle manifestieren unsere Realität. Und es geht darum, wirklich wieder in deine Unschuld, kriege ich auch gerade rein, spannend, weil wir vorher das Thema Schuld hatten, in deine Unschuld zu kommen, ja, in deine Reinheit, und die ist da, die musst du dir nicht verdienen, die ist da, das ist einfach ein Anteil, dem du mehr Kraft gibst, als denen, die du bisher gefüttert hast, ja, und dann kannst du auch wieder empfangen, und dann kannst du auch wieder vollen Herzens empfangen, ja, und ich muss ja immer lachen, weil ich muss gerade an meinen Sohn denken, ja, der ist jetzt 7 Monate alt, und ein Baby ist, der macht sich keine Gedanken, ob das jetzt gut ist oder schlecht, ja, der fordert das ein, was er braucht, und zwar mit allem, was ihm zur Verfügung steht in dem Moment, ja, und ein Baby hat da keine Gefühle, ja, und ich muss immer so lachen, weil er hat mir letztens auch, ich hatte ihm die Nägel nicht geschnitten, nicht rechtzeitig, und die waren dann schon so ein bisschen, ja, schärfer auf jeden Fall, und hat er mich im Gesicht gekratzt, das hat so weh getan, und er fand das aber so lustig, ja, und dann denke ich mir wieder, so funktioniert ein Baby, das ist kindliche Unschuld, ja, ist ja nicht sein Problem, dass ich ihm die Nägel nicht geschnitten habe, ja, und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Beispiel war, mit dem du was anfangen kannst, aber das ist mir halt gerade eingefallen, dieses Kindliche einfach, diese Unbeschwertheit, ohne dass wir uns für was schämen, ohne dass wir uns schuldig fühlen, ohne dass wir das Gefühl haben, wir müssen zuerst 100 Mal geben, bevor wir einmal empfangen dürfen, ja. Also hier geht's wirklich bei dir auch darum, Dinge anzunehmen. Und das Ding ist einfach, dass wir oft uns nicht bewusst sind, was für ein riesen Rattenschwanz an so kleinen Themen dranhängt, ja. Es geht vielleicht bei dir nur darum, dass du ein Geschenk zu Weihnachten vielleicht oder wann auch immer, einfach dieses Monat ein außertourliches Geschenk annimmst, das sich ein Wunsch erfüllt, ohne dass du dir das erklären kannst, warum das so ist, ohne dass es logisch ist. Und wenn du da damit ein Thema hast, wenn du dich da schuldig fühlst, ja,
Da hängt auch gleichzeitig das dran, dich selber anzunehmen, deine Größe anzunehmen, dein Licht anzunehmen, das zu sehen, dass du das wert bist. Ja, da geht es auch um die eigene Wertigkeit, die dahinter steht. Deswegen übe dich hier wirklich, geh in dich und schau dir da diese Schattenanteile an und arbeite mit diesen Themen, dass du da wirklich voll die Arme öffnen kannst und empfangen kannst und dich in deiner vollen Größe auch zeigen kannst, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, wenn du vielleicht andere blendest. Ja, oder triggerst. Sehr, sehr schöne Karten. Und dann kommt auch deine Energie wieder zurück. Ja, es ist oftmals, wenn wir gegen unsere Energie kämpfen, ja, und das tun wir, wenn wir uns für irgendwas schämen, lehnen wir Teile in uns ab. Und dann kannst du keine Energie haben, weil das saugt natürlich an Energie, wenn du da an einer Stelle in dir unbewusst kämpfst gegen dich. Ja, sehr, sehr schöne Karten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner Wunscherfüllung, beim Empfangen, bei deinen Geschenken. Wenn dir das Orakel gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Däumchen hoch da lässt. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diesen Weihnachtsmann hier gewählt haben. Wir schauen in deine Karten für Dezember. Du hast den Pagen der Münzen. So, da ist ein Fussel, das gehen wir jetzt weg. Dann erfolgreicher Abschluss. Du hast eine ungeheure Leistung vollbracht, ein Gefühl der Vollendung, große Freude und der Stolz auf den fantastischen Job, den du gemacht hast, sind gerechtfertigt. Du bist mit vielen spirituellen Erkenntnissen gesegnet worden. Bald wirst du eine neue Reise beginnen. Doch jetzt nimm dir die Zeit, im Glücksgefühl deiner wahr gewordenen Träume zu baden. Wow. Sehr schön. Bin ich gespannt, was bei dir noch kommt. Der Winter mit kümmere dich um deine Bedürfnisse. Passt ja auch gut zur Jahreszeit. Dann die Hyäne. Trau dich anders zu sein. Finde ich auch schön. Selbstermächtigung. Ich öffne mich dem Göttlichen in mir. Wow. Die Freiheit mit dem Adler. Was ist denn bei dir los? Heilige Amethyst, göttliche Alchemie, lass die Probleme des Augenblicks hinter dir. Besinn dich auf das, was du dir ersehnst. Wow. Und die Reinigung. Sehr schön. Wow. Sehr schöne Karten, sehr schöne Energien. Also bei dir geht es tatsächlich um das Thema Selbstermächtigung, in deine Macht und damit in deine Freiheit zu kommen. Also ich habe so richtig so einen Aufstieg bei dir mit drinnen, ja, so ein. Wenn dieses Bild, wenn der Phönix so neu geboren wird und den Kopf hebt und nach oben schaut, dieses Gefühl, dieses Bild habe ich bei dir im Kopf, ja. Es geht bei dir auch darum, dass sich neue Möglichkeiten zeigen werden in deinem Leben, dass du was geschafft hast jetzt. Und deswegen nutzt diesen Monat einfach, um dich zu baden in dem, was du geschafft hast. Geh in die Dankbarkeit rein, geh in das Glücksgefühl rein, das du jetzt empfindest. Geh rein und erkenne das an, was du geleistet hast in diesem Jahr. Und gleichzeitig wirst du in dieser Energie, die du dann hast, sehen, wie viel stärker, wie viel größer du geworden bist, welche Reinigung bei dir da stattgefunden hast, ja, wie sehr du noch mehr zu dir selber gekommen bist. Also ich habe bei dir wirklich dieses radikale Selbstermächtigung, dass du musst jetzt du selbst sein, egal was ist, ja, du hast, da ist kein Platz mehr für Kompromisse bei dir. Das ist dein Weg in deine persönliche Freiheit. Und ich habe bei dir das Gefühl, dass du da schon sehr, sehr viel geschafft hast, ja. Und dass du da wirklich, du bist so über dich hinausgewachsen und du bist so viel größer geworden. Vielleicht auch in diesem Jahr, ja, mit allem, was passiert ist in deinem Leben in diesem Jahr, hast du dir selber einfach, ja, du hast deine Flügel geöffnet und du bist jetzt bereit, auch zu fliegen. Du stehst jetzt da an einem ganz anderen Punkt als Anfang des Jahres. Und von diesem Punkt aus kannst du natürlich viel größere Sprünge machen, weil du jetzt fliegen kannst, weil du jetzt frei bist, weil du Dinge hinter dir gelassen hast, ja, weil du dir deiner selbst bewusst bist. Das habe ich ganz, ganz stark, dieses, du weißt, wer du bist, du weißt, wofür du stehst und du kennst auch den Preis, den du bezahlst, wenn du entgegen deiner selbst lebst, wenn du dich
dir deine wahre Größe, dein Ich, deine Macht nicht erlaubst. Du kennst den Preis und du bist nicht mehr bereit, diesen Preis zu zahlen, ja. Und bei dir ist wirklich eine ganz, ganz tiefgreifende Reinigung da. Vielleicht magst du noch mal am Loslassen üben. Auch da habe ich ein Video auf meinem Zweitkanal, ja, zum Thema Loslassen. Das ist oft noch mal zum Jahresende, das mache auch ich immer, ja. Es ist eine Sache, sich auf das Neue zu fokussieren, das Neue zu visualisieren und wirklich sich voll auf das vorzubereiten, was jetzt kommt. Und das sehe ich bei dir mit dem Pagen der Münzen tatsächlich auch neue Möglichkeiten, auch finanziell, die da für dich jetzt möglich werden. Aber vielleicht magst du diesen Monat einfach nochmal für dich nutzen, dich zum einen in diesem Glücksgefühl zu baden, in der Dankbarkeit zu baden von dem, was du jetzt geworden bist und gleichzeitig für dich selber nochmal zu schauen, wo habe ich vielleicht noch, bin ich noch mit Energieschnüren quasi verbunden mit Dingen, die mir einfach nicht mehr dienen und dann wirklich ganz bewusst da nochmal einen Cut zu machen. Ja, ich kriege auch bei diesem Thema Rauhnächte rein und das ist spannend, weil ich kenne mich mit Rauhnächten überhaupt nicht aus, aber ich gebe dir das jetzt einfach mal so weiter. Ich habe damit noch nie gearbeitet, ja, aber wenn das für dich stimmig ist, dann mach das, ja, geh da wirklich noch mal in die Reinigung und das ist wie so ein, ich habe das Gefühl, wie so ein Kaugummi, weißt du, wenn man in den Kaugummi reingestiegen ist und dann hat man immer da noch so diese kleinen Fäden, die noch am Schuh sind und das ist einfach unangenehm, ja, und das darfst du jetzt noch mal reinigen, das darfst du noch mal loslassen. Vielleicht macht Räuchern für dich Sinn, vielleicht magst du dir ein Auraspray besorgen, was auch immer da für dich passt, ja, mit einer Klangschale kann man energetisch reinigen, also such dir da was, was für dich passt, dass du wirklich da alles los wirst, dass dich wirklich nichts mehr, auch das kleinste Körnchen nicht mehr zurückhält, wenn du in deine neue Reise aufbrichst, ja, wenn du deine neue Reise antrittst. Und gönn dir hier wirklich mal so ein Seufzer der Erleichterung, ja, so ein, du bist jetzt bei dir und von da aus, von dieser Position aus, wo du jetzt bist, von dieser Energie aus kriege ich auch rein. Bei dir sind ganz andere Dinge möglich, weil dadurch, dass du so viel Ballast und Gewicht abgeworfen bist und abgeworfen hast, kannst du jetzt höher fliegen, weil dich nichts mehr so runterschwert, ja? Und das ist wirklich also richtig, richtig toll. Besinne dich auf das, was du haben willst, ja? Bleib in dieser Energie, halte diese Energie, halte deine eigene Energie, kriege ich auch bei dir rein, ja? Bleibe in deiner Göttlichkeit. Lass nicht zu, dass du irgendwie da abrutscht, ja, dass du schütze diese Energie, die du geschaffen hast. So kriege ich das rein bei dir. Wirklich beschütze das, was du dir bewahrt hast und verschwende deine Energie nicht mehr. Also richtig bei dir. Schau mal, für was willst du diese Energie jetzt einsetzen und sei bewusst, kriege ich auch ganz stark bei dir. Sei bewusst, für was du diese Energie nicht mehr einsetzen willst. Richtig, richtig schöne Karten. Also, das ist, sei stolz auf das, wo du jetzt bist. Ja, sei stolz. Du hast unfassbar viel geleistet, unfassbar viel an dir gearbeitet. Und du darfst dich jetzt da, du darfst dir da mal auf die Schulter klopfen, einfach mal stolz sein auf dich und dich einfach mal in dem baden, was du jetzt geworden bist, weil das ist dein Verdienst. Ja, das hast du nicht geschenkt bekommen. Das kriege ich auch bei dir rein. Das hast du dir jetzt einfach verdient. Und freu dich auf das, was dadurch jetzt möglich sein wird und verweile einfach jetzt ein bisschen in dieser Energie, mach noch ein bisschen Loslassarbeit und ansonsten genieße es einfach. Sehr, sehr schöne Karten. Ich freue mich für dich. Wenn dir das Orakel gefallen hat, dann lass mir gern Däumchen hoch da. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles erdenklich Gute. Tschüss. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3. Für alle, die diesen Weihnachtsmann hier gewählt haben mit seiner Helferlein, die finde ich so süß. Wir schauen in deine Energien für Dezember. Du hast der Tower, den Turm aus dem Tarot, die 10 der Emotion. Das Leben segnet dich mit einer wunderbaren und liebevollen Familie. Großes Glück und emotionale Erfüllung warten auf dich. Harmonie mit den Menschen, die du liebst, ist dir sicher. Indem du anderen Vergebung, Verständnis und Freundlichkeit zeigst, wirst du mit bedingungsloser Liebe belohnt. Wow. Ältester, lass die Muster der Vorfahren hinter dir.
Lama, setze klare Grenzen und verschaffe ihnen Geltung. Wow, sehr, sehr schön. Kriegt bei dir schon eine ganz tolle Energie rein. Achtsamkeit. Achtsam begegne ich dem Hier und Jetzt. Fokus, Zauberer des Waldes. Meister Buddha, zunehmende Bewusstheit, tiefe Verbindung und vertraue auf deine innere Stimme. Wow. Und die Stille. Sehr, sehr schön. Also bei dir habe ich so richtig so dieses, ich kriege diese Energie von so einem Zauberwald rein, so der, wo der Tau ein bisschen liegt, der einfach frisch riecht. Dieses Gefühl kriege ich so richtig. Und bei dir ist tatsächlich, geht es ganz stark um familiäre Verbindungen. Also entweder in deiner Ursprungsfamilie oder in der Familie, die du dir geschaffen hast. Es geht wirklich darum, für dich deine Position zu erkennen und in diesem Umfeld deinen Job zu machen. Ja, so blöd, wie das jetzt klingt. Aber mit dem Tower geht es darum, dass du dich vielleicht ganz stark auch geschützt hast, ja, dass du dich vielleicht ganz stark abgegrenzt hast, weil hier mit dem Lama auch nochmal die Abgrenzung ist, dass du für dich einfach dich ganz stark emotional auch schützen musstest in deinem familiären Umfeld. Und jetzt geht es wirklich aber darum, dass du mit diesen Grenzen quasi wieder in deine Position hineingehst, ja, und dass du mit diesen Grenzen, die du jetzt für dich hast, die dürfen natürlich bleiben, die müssen auch bleiben. Deswegen auch ganz wichtig, dass du ganz stark darauf achtest, wann deine Grenzen überschritten werden und wann nicht, ja, dass du da wirklich für dich ganz bewusst bleibst in deiner Abgrenzung und dass du aber trotzdem deinen Fokus darauf hast, so viel Heilung wie möglich da reinzubringen, ja. Und da kann es darum gehen, um alte emotionale oder traumatische Familienmuster einfach aufzuheben, dass du der bist, der hier jetzt einen Stopp hinsetzt, ja, dass du der die bist, mit dem es aufhört, ja, und dass du es anders machst. Und das ist oft so, und ich kenne das wirklich, dass wenn man da als das schwarze Schaf in diese Familien reinkommt und wirklich sich denkt, um Gottes Willen, ich gehöre hier nicht dazu, ich bin hier falsch am Platz, ja, ich kann das komplett verstehen. Aber oft sind das genau die Kinder, die am meisten Heilung reinbringen und die wirklich sich von den Ahnen aus da im Jenseits vereinbart haben, ich gehe da jetzt rein und ich sorge dafür, dass das jetzt aufhört, ja, dass du dir das auch als Aufgabe gesetzt hast und dass du gleichzeitig mit dieser Aufgabe auch sehr viele Segnungen erfahren wirst, dass du entweder selber eine sehr glückliche Familie haben wirst oder schon hast, ja, dass du dadurch, dass du das heilst, einfach einen komplett anderen Samen setzen kannst und dass du für dich da wirklich in diese glücklichen Verbindungen reingehen kannst, weil du weißt, dass es eben, wie es anders sein kann, ja, weil du das noch mehr wertschätzen kannst und weil du wie so ein Heiler bist von diesen Themen auch, ja. Und da darfst du dir einfach nochmal bewusst sein darüber, was da einfach deine Aufgabe in diesem Umfeld ist. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du in deinen Grenzen bleibst, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich in deinem Schutz, in deinen Grenzen bleibst und trotzdem, aber dich nicht einigelst, sondern mit deinen Grenzen rausgehst, wohlbehütet, beschützt. Die geistige Welt ist hier wirklich hinter dir. Deine Ahnen stehen hinter dir. Du bist da wirklich so wie der vorgeschickt wurde, ja, und der das jetzt klären und lösen muss. Und du hast alles, was du brauchst dafür. Das kriege ich auch bei dir rein, ja. Vertraue auf deine innere Stimme, vertraue auf deine Verbindung zur geistigen Welt. Ich habe auch bei dir dieses, besinne dich immer wieder auf deine geistige Familie. Geh immer wieder rein in die Leute, die in der anderen Welt hinter dir stehen, die dir Zeichen schicken, die dich führen, die dir Energie schicken, die dafür sorgen, dass du das wirklich auch gut erledigen kannst, weil du hast die Ressourcen auch dafür, ja. Verliere dich nicht in den Dramen, in irgendwelchen Familiendramen oder Geschichten, ja.
sondern fokussiere dich wirklich auf die Lösung von dem. Was kannst du dazu beitragen, dass das gelöst wird? Und ich habe bei dir wirklich dieses großes, großes Glück wartet auf dich, was auch immer das für dich ist, ob das ein Partner ist, ob das Kinder sind, ja. Aber hier kommt wirklich so eine eigene Familie auch. Das kann eine eigene Community sein. Aber das ist auf der anderen Seite der Medaille der Heilung von diesen Familienthemen, ja. Und für das bist du da, bist wirklich so ein Lichtbringer auch. Jemand, der da mit der Fackel reingeht, der andere blendet, ja, der vielleicht auch viel abgekriegt hat dadurch, weil er andere geblendet hat. Und der aber, der, die natürlich immer, ne, je nachdem, da rausführt aus diesem Muster. Und mit dir hört es auf. Und das ist wirklich so, ich habe hier deine Ahnen auf der anderen Seite, die dich da anfeuern und sagen, komm, du bist der, diejenige, ja, den wir da reingeschickt haben in den Ring, du schaffst das, und die feuern dich an und die sind da für dich. Und besinne dich wirklich auf diese Seelenverbindungen, die du auch zu deiner Ursprungsfamilie hast, ja. Verlier dich nicht so sehr in diesen Ego-Verbindungen, in diesen Dramen, die sich kreiert haben, sondern bleib wirklich auf der Seelenebene. Fokussiere dich auf die Seelenebene und arbeite dort. Dort kannst du arbeiten, ja. Auf der Ego-Ebene, da bist du wieder im Drama drinnen, ja. Deswegen fokussiere dich auf diese Seelenebene und da darf die Heilung stattfinden. Und damit heilst du dieses Thema für dich. Und damit kannst du dir auch für dich, für deine Familie, was ganz anderes einfach erschaffen. Weil ich habe bei dir das Thema Familie, was ganz präsent ist. Und da, das sind zwei Seiten einer Medaille. Je mehr du es schaffst, diese Themenmuster hinter dir zu lassen und zu heilen in deiner Ursprungsfamilie, desto mehr schaffst du, dass diese Heilung in deinem Leben auch zu manifestieren als eine glückliche Familie, Community, Freundesumfeld, was auch immer, Menschen, die sich anfühlen wie Familie, Soul Family, Seelenpartner, ja, Kinder, was auch immer es ist. Und da sollte dein Fokus drauf liegen, ja. Also distanziere dich wirklich von allen Dramen. Sei dir dessen bewusst, dass das auf Seelenebene, geh auf die Seelenebene, kriege ich immer rein bei dir, ja. Sei achtsam, geh auf die Seelenebene, fokussiere dich nicht, zoom nicht rein in diese Dramen. Da findest du keine Lösung, ja. Da ist die Lösung nicht, kriege ich bei dir rein. Ganz, ganz wichtig, und bleib bei dir. Echt so, ich habe echt so dieses Gefühl, so diese zwei Lamas, die sich hier küssen. Bleib bei dir, bleib bei deinen Grenzen, bei dem, was du für dich in deinem Leben willst, was du erschaffen willst, ja. Und fokussiere dich nicht auf irgendwas, was du hier mitgegeben gekriegt hast in dieses Leben, was du aber für dich lösen darfst. Wow, sehr, sehr schöne Karten. Da ist ganz, ganz viel möglich für dich, und ich wünsche dir alles, alles Gute. Aber die 10 der Emotionen steht wirklich für die absolute Erfüllung und vor allem auch im familiären Bereich. Sehr schön, sehr viel Harmonie auch, die hier drinnen liegt. Ist ja eh toll, im Dezember zu Weihnachten. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat dir gefallen. Wenn das so war, lass mir gern Däumchen hoch da. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4, für alle, die diesen Weihnachtsmann gewählt haben, mit Merry Christmas. Wir schauen in deine Energien für Dezember. The World, die Welt aus dem Tarot, super schön. Organisation, deine Pläne sind dabei, Gestalt anzunehmen. Alles wird umso leichter fließen, wenn du deine Methoden mit ein wenig Organisation und Disziplin anreicherst. Der Schlüssel zum Erfolg besteht darin, deiner Kreativität zu erlauben, sich sanft von der Logik führen zu lassen. Sei bereit, einen Menschen mit großer Intelligenz um Hilfe zu bitten oder dir einen Mentor zu suchen. Wow. Sehr schöne Energie. Krieger, sei furchtlos und standhaft. Das Kaninchen, erkenne deine Bedeutung. Wow. Ganz tolle Energie. Pures Glück, reine Glücksgefühle durchströmen mich. Wahnsinn, so schön. Die Liebe. Was willst du denn mehr? Dann die Miriam.
Heilige Vision, entscheide dich für die Vergebung, damit du heil werden kannst. Sieh das Licht in allem, erinnere dich daran, dass die Liebe ohne Grenzen ist. Wieder Thema Liebe bei dir. Und als letzte Karte hast du das Vertrauen. Wow. Also bei dir kriege ich auch mit Vertrauen ganz stark Selbstvertrauen. Du gehst in deine Ganzheit rein, ja. Und in dieser Ganzheit wirst du, also das wahnsinnig schöne Karten, wirst du in dein eigenes Glück kommen. Du bist so beschützt. Du hast hier wirklich so einen Ring um dich herum. Du bist so in deiner eigenen Energie, in deinem Vertrauen. So, krieg auch bei dir ganz stark rein, Krieger des Lichts, ja. Du bist dir deiner Aufgabe bewusst. Du weißt, welche Bedeutung du hast. Du bist echt so, dass du wirklich Glückseligkeit auch bei dir mit drinnen, und du hast eine Vision für dich und für diese Welt, und du hast die Ressourcen dafür, und es ist alles da, und du hast Vertrauen in dich, und also richtig, richtig schön. Und du siehst, wie du aus dieser Energie heraus, wie alles, was du machst, einfach sofort Gestalt annimmt, wie du aus dieser Energie heraus auch wahnsinnig schnell erschaffen kannst, ja, wie du sehr, sehr schnell die Ergebnisse deiner Manifestation siehst. Also beschäftige dich mit Manifestation hier. Schau, dass du wirklich das erschaffst, immer diesen Samen gleich setzt, gleich in die Umsetzung kommst. Also ich habe bei dir wirklich so ein schönes Zusammenspiel von männlich und weiblich. Schau dir dazu gerne auch mein Manifestationsvideo auf dem zweiten Kanal an. Und damit erschaffst du deine Vision und bringst deine Version in die Welt. Und ich habe wirklich so dieses, du erschaffst aus deinem Licht heraus. Du hast dein Licht gefunden, du hast dich selber gefunden. Du bist so verbunden mit deiner eigenen Seele, mit deinem eigenen höchsten Selbst. Du weißt genau, wofür du hier bist, was deine Bedeutung ist. Du lässt dich davon nichts und niemanden mehr kleinkriegen. So, so schöne Karten. Ich finde das so toll. Und du hast, ich würde nicht sagen, du hast keine Angst mehr, aber du, der Glaube, das Vertrauen ist so viel stärker als deine Angst, und die Liebe zum Leben ist so viel stärker als alles andere. Was ich bei dir noch reinkriege, ist das Thema Vergebung, aber das Thema Selbstvergebung ganz stark. Vergib dir selbst für all das, was du gemacht hast, als du noch nicht wusstest und gespürt hast, wer du bist, ja? Für all die Male, wo du dich klein gemacht hast, für all die Male, wo du dachtest, du bist weniger als das, was du bist, für all die Momente und Situationen in deinem Leben, wo du dich unter Wert verkauft hast, wo du dich hast von außen unter Druck setzen lassen, wo du Dinge gemacht hast, weil du gedacht hast, du bist nicht mehr wert als das, und vergib dir selber. Da habe ich auch ein Video zum Thema Selbstvergebung. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Finde noch viel wichtiger als das Thema Fremdvergebung, und da bin ich überhaupt sehr distanziert zum Thema Vergebung. Da habe ich, glaube ich, eine Meinung, die sich von anderen spirituellen Menschen, Liedern, öffentlichen Personen, was auch immer, sehr stark abweicht. Wenn du das mal wissen möchtest, mache ich dir gerne ein Video auch dazu auf meinem Zweitkanal zum Thema Vergebung. Ich finde, es steht und fällt einfach alles mit der Selbstvergebung, ja, dass du dir wirklich, dass du erkennst, wer du bist, was du bist, dass du wirklich auch nichts mehr akzeptierst, was weniger als das ist, ja, und dass du diese Energie auch halten kannst, weil auch das habe ich bei dir, dass du in dieser Energie bist und du nichts mehr akzeptierst, was weniger ist als das, ja, dass du da auch im Vertrauen bist, dass wenn irgendwas in dein Leben kommt, dass du nicht mehr das Erstbeste nimmst aus Angst, dass nichts Besseres kommt, sondern dass du wartest, ja, dass du auf das wartest, was deine Energie matcht. Und dass du da wartest, nicht im Sinne von, oh Gott, ich hoffe, das kommt, sondern im Vertrauen zu wissen, dass genau das kommen wird, ja, weil du in deiner höchsten Kraft bist und du so hochschwingend bist, dass du nichts mehr erlauben wirst, was diese Energie runterdrückt, ja. Es ist, kriege ich bei dir ganz, ganz stark rein. Also du hast so einen richtigen Schutzwall um dein Energiefeld herum. Und das finde ich so schön einfach, wie du da in dir stehst und der Fokus auch wirklich auf das Höhere gerichtet, auf die höhere Vision, verbunden mit deiner Seele, mit deinem höheren Selbst, ja. Und du bist dir deiner Mission bewusst, auch das habe ich auch hier drinnen, ja. Und du merkst, wie schnell das Gestalt annimmt und wie schnell du manifestieren kannst. Und also richtig, richtig schöne Energien, reine Glücksgefühle, richtig viel Liebe auch, Liebe zu dir, Selbstliebe habe ich auch ganz stark mit drinnen, ja. Und ich bin sowieso der Meinung, es steht und fällt alles mit der Beziehung zu dir selber.
Das ist, mit dem fängt es an, mit dem hört es auf. Wenn du mit dir selber nicht eine Einheit bildest, wenn du mit dir selber nicht verbunden bist, dann wirst du dich in der Welt da draußen immer wieder verlieren. Dann wirst du immer wieder Situationen finden in diesem Leben, die dich daran erinnern, dass du nicht verbunden bist. Und wenn du verbunden bist, dann erschaffst du, dann lebst du von innen nach außen und nicht umgekehrt. Dann wirkst du auf dein Leben ein und nicht dein Leben auf dich. Und das ist nämlich der riesige Unterschied, wenn man anfängt, an sich selber zu arbeiten, wenn man anfängt, sich seiner selbst bewusst zu werden, mit der eigenen Energie zu arbeiten, dann bestimmst du deine Ereignisse in deinem Leben und deine Ereignisse bestimmen nicht mehr dich und wie du in dir bist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das sind so schöne Karten. Das sind wirklich wunderschöne Energien bei dir und das ist so das Höchste von dem, was einfach möglich ist. Und ich freue mich gerade so sehr für dich, dass du das genießen kannst. Und was ich auch toll finde, ist, wenn du diese Energie einmal hast in deinem Leben, wenn du einmal in dieser Energie drinnen warst, wenn du einmal weißt, was möglich ist und wer du bist, das wirst du niemals vergessen. Das wirst du niemals vergessen. Das ist etwas, was immer präsent sein wird. Und selbst wenn du dich irgendwann mal wieder im Außen verlierst, in einer Situation oder was auch immer, dann ist es so viel einfacher, sich an etwas zu erinnern, was man schon mal hatte, als auf etwas zu hoffen, was man gar nicht kennt, was man noch nie gekannt hat im eigenen Leben. Und dann ist es natürlich, dann weiß man ja auch, dass man die Ressourcen hat, um da wieder hinzukommen. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Also ganz viel Liebesenergie, auch ganz viel Manifestationsenergie, wirklich die eigenen Träume wahrzumachen. Und das Ding ist bei dir auch dieses, du weißt, was du kannst und wer du bist. Du hast deine Werkzeuge. Und es ist wirklich, ich sehe dich wie so mit einem Werkzeugkoffer in der Hand. Und du weißt, egal welche Herausforderung dir begegnet im Leben, du hast sofort das richtige Werkzeug parat und das ist gar keine Herausforderung. Da spielst du dich damit, ja, weil du so viele Tools einfach hast, um solche Situationen zu lösen. Das ist ein Klacks für dich, ja. Also richtig, richtig schöne Energie. Ich freue mich total für dich, ja, dass du da in so eine tolle Energie reinkommst. Sehr, sehr schöne Karten. In diesem Sinne, Merry Christmas. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute mit dieser tollen Energie. Mach das Beste draus für dich und für uns alle, ja. Und ich freue mich, wenn dir das Orakel gefallen hat, lass mir ein Däumchen hoch da, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal hören bei einem Video. Bis dahin, alles erdenklich Gute. Tschüss.